der Verlust meiner eigenen Unabhängigkeit. Das ist für mich das Thema, was am größten oder am meisten oder auch in unserer Familie am meisten tabuisiert wird. Was ist, wenn man nicht mehr laufen kann oder nichts mehr sehen kann? Das möchte eigentlich gar, also das möchte eigentlich niemand hören. Also mir persönlich ging es auch, hatte ich auch Probleme damit, am Anfang darüber zu reden, weil ich mir auch ganz lange so gesagt habe, ja, meiner Freundin geht's gut, hat ja nichts, man sieht nichts. Ich versuche möglichst selten mit meiner Familie darüber zu sprechen, weil ich A, nicht weiß, ob das Verständnis wirklich so da ist, wie ich als Betroffene es mir wünschen würde manchmal. Oder ob das halt auch so eine Sache ist mit, ich kann es nicht sehen, nicht anfassen. Ist es wirklich existent? Es ist nicht so leicht, darüber zu reden, weil dann holst du dieses Thema ja ganz präsent zurück. Und ich lasse es auch lieber da, wo es ist. Schön eingepackt in irgendeiner Schublade, ziemlich weit unten. Also ich möchte auch niemanden, ja, irgendwie überrumpeln oder Angst machen oder irgendwie, dass sie sich alle Sorgen machen oder so. Die sehen mich ja von außen und von außen geht's mir gut oder so sieht das dann immer aus. Und deswegen ist es, glaube ich, halt einfach schwierig, solche anderen Szenarien sich vorzustellen. Wenn man natürlich dann mitbekommt und darüber redet oder dann auch merkt, so, ne, okay, da gibt es jetzt irgendwelche Einschränkungen oder wenn sie sagt, okay, ich habe da ein Taubheitsgefühl oder man merkt, sie kann halt nicht mehr so lange Wege laufen. Dann merkt man auch, also da hatte ich jetzt für mich persönlich auch gemerkt, okay, ja, sie hat ja MS. So, dann wird es einem nochmal so ins Gedächtnis oder ins Bewusstsein gerufen. Und ich glaube, wenn ich das schon als Freundin habe oder vielleicht als nahestehender Mensch, vielleicht auch andere bei ihren Bekannten haben, dann denke ich, dass es bei der Gesellschaft eigentlich noch umso mehr ist. Ich glaube eher, dass Tabus brechen wirklich nur von uns, also von Erkrankten selber kommen kann. Egal, ob das jetzt MS-Erkrankte sind oder durch eine andere Erkrankung oder Unfall, wie auch immer, behinderte Menschen sind. Das muss von den Menschen selber kommen. Ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft oder ein Medium das kann.